dich mal ziehen damit. Komm mal her. Du musst dich schon richtig hinstellen. Dann holst du die so in die Hand. Die Hand machst du am besten so hier unten drunter oder ans Handgelenk, wenn es zu schwer ist. Und dann lässt du hier ein bisschen locker am Ellenbogen. Und dann hast du hier Kimme und Korn, ne? Guck mal, wenn du hier durchguckst, ja, muss das ein Bild mit dem werden. Hinten ist die Kimme, vorne das Korn. Genau. Und wenn du das auf dein Ziel richtest, mit einem Bild, siehst du, wenn man das verwackelt, verschiebt sich das. Und dann hast du ein Bild. Guck mal, probier mal. Wenn du den Arm so lang machst, dann muss die Lücke muss dann einfach zu sein, wenn du drüber guckst. Oben ist so eine Kerbe drin und dann vorne ist so ein... Siehst du? Gut. Hör dann der Jäger, wo sein Hund sich befindet, in dem ich bin. Und natürlich eine super Idee mit so einer auf Einheiten. Da kennst du die Brut? Ja, Laubhunde. Komm raus von der Haube. Hier ist noch überall frisches Futter. Wollen Sie Flyer von uns mitnehmen, dann können Sie nachher auch wissen, wer gezeichnet. Sie hat ein rotes Blättchen und das Rot bedeutet, dass sie von diesem Jahr ist. Dass sie in diesem Jahr geschlüpft ist, der ist schneller. Du weißt, wie sie aussieht und wie man sie erkennt? Ja? Ziehen den Futterteig ab und lagern ihn hier in die Waben. Und hier haben wir Brut, verdeckelt. Und wenn man ganz genau guckt, sieht man auch noch Junge. Gut. Und hast du mit deiner Mutter schon geschleudert von den anderen Völkern oder habt ihr nur das eine? Ja, wir haben auch noch geschleudert.